Senat wollte sich eine Bag kaufen. Der wollte so eine Kulturtasche haben, aber die hatten keine mehr da. Wir gehen jetzt rein in das Video von Senat. Und zwar waren wir zusammen in London. Er hat auch einen Vlog gemacht. Da seht ihr das Ganze mal aus einer anderen Perspektive. Bin ich sehr gespannt drauf. Wollte ich mir sowieso angucken. Und ich bin mal gespannt, wie sein Vlog geworden ist. Er hat die ganze Zeit mit mir gefilmt. Ihr seht jetzt praktisch meinen Vlog aus einer anderen Perspektive. Wenn ihr checkt, was ich meine. Ich bin gespannt. Wir gehen rein. Let's go. Wow. London man was good. Da ist der G. Da ist der G. Übrigens mein Fit. Weekday Hose, Air Force, Weekday Tasche und Secular Shirt. Weekday Tasche war an dem Tag sogar ganz gut, weil die hatte echt viel Stauraum, die war gemütlich. Ich denke mal, man kann es unschwer erkennen. Wir sind endlich in London und zwar wird wieder geshoppt. Digga, ihr müsst euch geben, das war wieder so ein stressiger Tag, ne? Wir sind. Ich hab 3 Stunden, glaube ich, geschlafen. Wir haben erstmal unseren Flug morgens fast verpasst. Wir sind abends wieder zurückgeflogen. Es war so stressig, Alter. Wow. Ich habe extrem Bock, das Wetter. Und dann schreibt mir jemand in die Kommentare bei meinem Video: Wie kannst du so oft Urlaub machen? Fetten Zähler, wenn das da Urlaub war. Das war der größte Stress meines Lebens. Allein die ganze Zeit dabei zu filmen und alles. Ist unfassbar gut. Boah, ich muss noch ein bisschen in den Schatten kommen. Der erste Store, der direkt abgecheckt wird, ist auf jeden Fall Goya. Jan muss da eine Bag abholen. Ich habe auch Bock, mir was zu kaufen. Habe ich gemacht. Ihr müsst euch geben, Senat, also wir waren so keine 30 Minuten in London und Senat hat diesen anderen Kopf gepult, aber seht ihr, glaube ich, gleich. Ob es soweit kommt, ich weiß noch nicht. Mal schauen. Aber erstmal hier ganz kurz genießen, ja. Lang nicht mehr hier gewesen. Und by the way, ne, also den Flug haben wir wirklich fast verpasst. Ich glaube, das war der knappste Flug in meiner Geschichte. Ich schwöre auf alles, dieser Flug. Ihr müsst euch geben, das Gate war schon geschlossen. Wir kommen da angelaufen wie nichts anderes. Die haben irgendwie auf ehrenhaft noch dieses Gate aufgemacht. Alle waren schon im Flugzeug. Das Flugzeug hätte längst in der Luft sein müssen. Wir kommen da angerannt, komplett verschwitzt und alles, dies und das. Weil wir halt einfach nicht bedacht haben, dass wir ja jetzt Sommer haben, die Flughäfen noch voller sind. Und der Security-Check war so voll. Wir haben da so Ewigkeiten gebraucht. Und haben uns da auch schon vorgedrängelt und alles. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir den Flug auf jeden Fall verpasst. Aber wir haben es irgendwie geschafft, in diesem Flugzeug zu landen. Das war echt, also wow. Als ich da angerannt kam und ich habe gesehen, keiner war am Gate, das Gate war geschlossen, da war nichts mehr, war ich schon so geil. Flug verpasst. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Also eine Minute später und ich hätte den Flug auf jeden Fall nicht mehr gepackt. Ich werde euch jetzt mal so ein Video einblenden, wie ich danach im Flieger saß. Der, wir waren so klitschnass geschwitzt, ne? Wow. Aber wie gesagt, wir haben es gepackt, wir gehen jetzt shoppen. Wir sind nur einen Tag hier, deshalb lasst uns keine Zeit verlieren. Let's go! Geile Seiten, ja. Guck, das ist das, was ich meinte. Ich habe so gar keine Frisur gerade. Die sind hier hinten auch so gar nicht in Form. Die sind hier viel zu lang hier hinten. Kein Übergang. Hier auch so Haare und so. Das ist. Ja. Ich muss auf jeden Fall zum Friseur. Guckt euch mal das Shirt an. Schönes Shirt, ne? Digga, ihr müsst euch geben. Senat wollte sich eine Bag kaufen. Der wollte so eine Kulturtasche haben. Aber die hatten keine mehr da. Also die haben irgendwie erst gesagt, dass sie. Go! Warte. Also, diese Bags sind irgendwie neu. Die gibt es erst seit kurzem Sortiment. Aber die sind sehr, sehr feminin und ich finde die auch nicht geil. Und die Bag, die Senat haben wollte, hatten sie nicht da. Und dann hat der Typ fast den Impulskauf seines Lebens gemacht und wollte diese Tasche kaufen. Digga, guck, also, für 1.000 € oder so. Ich habe dem 1.000 Mal gesagt, Digga, kauf die nicht. Das ist so dumm. Der wollte sich einfach kaufen. Das wäre so ein Impulskauf gewesen, aber der hat es zum Glück nicht gemacht. Weil er wollte nämlich die hier haben. Die hier wollte er haben, aber die hatten die irgendwie erst nicht. Also sie meinte, sie haben die nicht. Und dann hatten die die irgendwie doch. Und dann hat er sich die hier gekauft. So, aber ja, das ist die, die ich auch habe. Also ich habe die ja auch, nur ich habe die in Grau. Das ist die hier. Sehr, sehr geile Bag, by the way. Sehr, sehr coole Tasche. Und die hat er sich in Blau gezogen. Aber die ist es nicht. Die ist es nicht. Die ist es nicht.
Jungs, eine Stunde in London und direkt wurde der erste Kopf getätigt. Ich denke mal, ihr habt gesehen, was geworden ist. Eventuell zeige ich das noch in dem Video, vielleicht auch in dem nächsten Video. Das habe ich auch gar nicht gecheckt. Auf einmal hatten die hier so eine babyblaue Bag. Seit wann gibt es diese Farbe bei Goya? Einfach so babyblau. Mal schauen. Ich will hier nur einmal ganz kurz klarstellen. Also das war jetzt kein Impulskauf. Würde da ein MacBook reinpassen in die neue? Nein, auf keinen Fall. Achso, die neue. Ne, ich glaube auch nicht. Die neue war aber nicht geil, weil ihr müsst euch geben, normalerweise sind Goya-Taschen von innen halt immer so richtig geil gelb. So, ne? Aus so einer geilen Verarbeitung, so ein geiles Stoff, so ein Canvas ist das, glaube ich, oder so. Oder so ein Stoff halt. Und die Tasche war von innen auch so richtig billig, so grau und so. Die hatte gar kein Fach innen drin. Und die, also, die war echt nicht geil, die Tasche. Die, auch, die war so von der Form ganz komisch. Oder so, ich bin nicht einfach ins Store gegangen, sondern ich habe mir vorher schon überlegt, was ich mir genau holen möchte und keine Ahnung, hatte schon länger Bock auf diese Bag, hatte schon die ganze Zeit Bock auf diesen blauen Goya Colorway, deshalb will ich das hier einmal klarstellen, nicht, dass ihr denkt, ich gehe einfach spontan ins Store und gebe mein Cash irgendwie ganz dumm aus. Das war aber echt ein Big Move, ja, also wirklich, wir sind gelandet, sind direkt zu Goya und da hast du direkt die Bag gekauft, das war so eine Zeitspanne von einer Stunde gefühlt. Kein Impulskauf, sehr, sehr wichtig, tätig keine Impulskäufe. Mein erster Flug seit heute Morgen 6 Uhr. Wir haben jetzt mittlerweile 10 Uhr, das heißt 4 Stunden nichts getrunken. Ich habe auch noch nichts gegessen, ich habe über Hunger. Boah, wir haben so geil gegessen. Ich habe real, aber wir kommen da gleich zu. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter shoppen. Wir sind jetzt hier bei Selfridges, wie ihr sehen könnt. Also für mich, ich sage euch ehrlich, der Tag wird jetzt nicht mehr so viel gehen. Und dafür war das erste Pickup schon etwas teurer so. Deshalb glaube ich, werde ich Jan einfach nur beim Shoppen begleiten, aber selber nicht mehr wirklich shoppen. Trotzdem bekommt ihr noch Aufnahmen, wer weiß, vielleicht nehme ich noch das ein oder andere Piece mit. Mal schauen. Selfridges. Selfridges ist, by the way, einer der coolsten Retailer, die es gibt. Also 100-mal cooler als Breuninger oder so. Selfridges ist so geil, ne? Jeremy Fragrance, ja, was geht ab? Kann ich schon mal sagen, der Duft hier ist, glaube ich, neu. Aber Digga, ich will mir einen von... Hat jemand von euch einen LV-Sommerduft? Ich will mir unbedingt einen von diesen Sommerdüften kaufen. Entweder Afternoon Swim, California Dream, on the Beach, City of Stars oder so heißt der, glaube ich. Einen von denen will ich haben. Aber ich kann mich irgendwie nicht entscheiden. Ja, ich finde die alle sehr, sehr geil. War richtig gut. Aber ja, Imagination oder Imagination, wie auch immer das heißt, auch sehr, sehr geil. Ah, die sind alle geil irgendwie. Ich will so einen geilen Sommerduft haben. Auch irgendeinen schönen Sommerduft. Da kann man das kaufen. Also für die Leute, die es nicht kennen, also in Selfridges gibt es jede Brand, die euch... Nee, die kosten 250, glaube ich, die Düfte. Also nicht 500. In welchen Läden in Deutschland kann man die überhaupt riechen? In jedem Louis Vuitton-Laden, Bro. ...vorstellen könnt. Egal ob Root, egal ob... Digga, ich kenne die Brand nicht mal. Aber ihr checkt das Prinzip, hier hängen halt alle verschiedenen Brands. Und falls ihr denkt, ein Breuninger wäre groß, Real Talk Selfridges. Ja, Selfridges ist so geil. Also ich würde sagen, von der Größe ist Selfridges ungefähr so wie KDW. Also ist schon sehr, sehr groß. Selfridges ist 10. Und das da hinten ist einfach eine Skate-Rampe. Da hinten ist einfach nicht eine Skate-Rampe, das ist so ein Pool. Ne, so ein Pool für Skateboard. Geistkrank. Also groß. Und ich schwöre, hier gibt es alles. Von Moncler über Louis Vuitton, über Bags, über Bearbricks, also wirklich einfach alles. Sogar eine Skate-Rampe. Ja, man, hier ist einfach so ein Skatepool. Krass. Passbar. Die Flüge haben, glaube ich, hin und zurück, ich glaube, ein Huni gekostet insgesamt. Das große Manko ist halt, sobald man irgendwas Cooles findet, wie diese verwaschenen T-Shirts hier, man auf den Preis guckt, merkt man direkt, dass die Dinger hier alle geisteskrank teuer sind. Also, Digga, man denkt, ich zahle hierfür umgerechnet fast so 450 Euro. Das ist wirklich gottlos. So, seht ihr mal, wie wir nach Essen gucken. By the way, 500 IQ-Move. Egal, wo ihr im Urlaub seid, wenn ihr was zu essen braucht, einen Foodspot möchtet, ein geiles Restaurant sehen wollt, immer bei TikTok irgendwie eingeben, Food-Hotspots, wo ihr auch immer gerade seid. Wir waren zum Beispiel da auf der Oxford Street. Ich habe eingegeben, London Oxford Street Foodspots. Und wir wurden nicht enttäuscht. Wir haben so ein krankes Essen gehabt, aber es seht ihr jetzt gleich. Wow. Aber es ist ein wichtiger Tipp, macht das immer. Immer bei TikTok gucken. Da sind echt beste Empfehlungen. Fokussiert. Weil mein Energielevel ist wirklich hier unten. Wir müssen das wieder aufputschen. Was essen, danach irgendein Drink. Und danach geht's weiter mit dem Shoppen. Digga, was...
Das sieht aber geil aus, ne? Wir haben jetzt hier gerade ein bisschen auf TikTok geschaut, was man in der Nähe essen kann, haben das hier gefunden. Boah, geil. Market Hall heißt das Ganze, da gibt es so mehrere Foodspots eben. Das retten wir jetzt hin, ist circa 4-5 Meter entfernt, wir müssen da lang. Und dann finden wir hoffentlich was Leckeres zu essen. Komm. Wir erreichen lang. Ja, da. Market Halls hieß das. Sehr, sehr geil war das. Das ist unser Ziel. Market Hall. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und sehr hungrig. Digga, die Sachen sind echt günstig, finde ich. So Wings nur 7 Pfund. Das ist auch ein kleiner Glitch. Und zwar, es wirkt in England immer alles billiger, aber es ist eigentlich unnormal teuer, wegen diesem Wechselkurs. Du denkst dir so, boah, geil, Wings für 7 Pfund, ja, okay, geht eigentlich klar. Es sind am Ende trotzdem irgendwie fast 9 Euro. So, das ist halt, fickt halt ein bisschen mit diesem Wechselkurs. Fries nur 4 Pfund, also geht echt klar. Normalerweise sind die Sachen immer hier ein bisschen teurer. Hier gibt es zum Beispiel Fried Chicken, da vorne gibt es Tacos, da vorne gibt es was anderes, da gibt es was anderes. Hier gibt es auch Sushi oder so, das heißt, jeder wird hier auf jeden Fall fündig. Jungs, ich bin auf jeden Fall gespannt. Weil die TikToks von diesem Burger sahen wirklich geisteskrank aus. Man kann sich hier ganz easy hinschillen, extrem viel Platz. Aber das war wirklich ein sehr, sehr, sehr cooler Spot. Es gab so ganz viele Sitzplätze, cooles Essen, cooler Vibe, es war leise, es war entspannt. Es war wirklich, also wenn ihr mal auf der Oxford Street seid, geht da hin, safe, safe. Und dann werden wir gleich die Burger zusammen testen, weil wie gesagt, die Burger sahen wirklich, also die sahen brutal aus. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Das wäre geisteskrank. Das Essen, das hier ist mein Burger. Ey Jungs, ich sag euch, dieses Chicken hier, ne? Mein Burger hieß irgendwie Honey Chicken irgendwas. Dieses Chicken. Wow. Dieser Burger hat sich besser angefühlt als Sex. Der Burger, wow. Wow. Das ist Jans Burger. Ich schwöre, ich finde das Highlight sind diese Wings. Diese Wings sehen geistkrank aus. Wir werden jetzt alles probieren, nacheinander. Und dann Feedback zu den Sachen geben. Geistkrank. Die Wings waren ein bisschen flop. Die Wings waren ein bisschen flop wegen dieser Soße, die war nicht so geil. Die hat ein bisschen reingeschissen. Aber dieser Burger, wow. Also ich, hands down, ich schwöre auf alles, das war der beste Burger, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Wirklich. Oh mein Gott, ich hab so Bock, ich hab so lange nicht gegessen. Erster Biss, let's go. Boah, ich das sehe. Boah, nice, Mann. Dieses Chicken. Guckt euch das mal an, guckt euch diesen Burger an. Und der hat so 11 Euro gekostet oder so, ist sogar voll okay. Also, wow. Absolute 10 von 10, ich schwöre. Digga, der. Der letzte Biss. Eine absolute 10 von 10 dieser Burger. Ich übertreibe nicht, einer der besten Burger, die ich je in meinem Leben gegessen habe. So geil dieses Chicken. Und. Wir haben ein Winger. Wir haben noch diese Wings hier, die wir noch nicht getestet haben. Ich bin ein sehr großer Wing-Freund. Mal schauen, ob die Dinger mich auch abholen. Ich denke, Peso-Unboxing oder Burger hat mir gefallen. Mal gucken, ob der Wing mir auch gefällt. Der Wing war, die waren, also das Fleisch war geil, aber diese Soße hat über reingeschissen. Die hier war richtig unnötig. Ohne diese Soße wären die geiler gewesen. Weil die Soße gefällt mir nicht so. Mhm. Die Soße gefällt mir nicht so. Scheiß bisschen rein. Ich fand den Burger auf jeden Fall geiler als die Wings. Vielleicht hätte man andere Wings holen müssen. Aber die Soße, die ist einfach ein falscher Ehrgeiz, ja. Digga, guck mal, wie ich aussah. Ich habe diese Wings gegessen wegen dieser Soße. Digga, ich sah aus wie so ein Kleinkind, Alter. Digga, wie so ein kleines Kind, Alter. Aber Wings wurden keine Schiff. Aber ehrenlos. Wir sind back auf den Streets, denn ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir sind heute Morgen um 6, 7 Uhr hier hingeflogen und fliegen halt gleich schon wieder um 18, 19 Uhr zurück. Das heißt, wir dürfen keine Zeit, wie gesagt, verlieren. Gehen jetzt direkt weiter shoppen. Ich habe mir diese Shorts jetzt rausgesucht. Ich fand das an sich sehr cool. Ich brauche noch Shorts für den Sommer und das aus so einem Mesh-Stoff. Deshalb passt das wirklich perfekt. Soll anscheinend Luft. Ja, die Shorts echt geil. Die habe ich gar nicht gesehen. Luftig sein, denke ich mal. Mal schauen, wie viel das gute Ding kostet. Ich habe noch gar nicht drauf geguckt. Digga, 85 Pounds sind. Geil, 100, das sind so 100 Euro oder so. Geil. Also ungefähr, keine Ahnung, 110 Euro für diese Shorts. Ich probiere die jetzt an und mal schauen, ob die nice fittet.
und ob sie 110 Euro wert ist. Was meint ihr, Bres? Hä? Die ist mies cool. Die ist auch nochmal geil. An sich geht die klar, oder? Aber so ein bisschen kürzer wäre halt... Boah, ne, ich finde die Länge perfekt. Die ist sehr nice. Ist besser, glaube ich. 115 Euro ist... Aber ich finde das Shirt auch sehr, sehr nice, was Senna trägt. Wirklich viel Geld und irgendwie... Keine Ahnung. Die ist auch etwas dicker, als ich gedacht habe, weil die so mäßig doppellagig ist und nicht so geil für den Sommer, sondern wie gesagt etwas dicker. Deshalb, ich überlege noch, eventuell nehme ich die später mit, aber ich glaube, die wird hier gelassen. Man kann ja die, wenn man will, sich eventuell noch bestellen, wenn man zu Hause ist. By the way, wenn wir gerade schon dabei sind, können wir ganz kurz Outfit-Check machen. Jewelry am Start, hier noch ein bisschen Schmuck am Start. Sacrolite T-Shirt und Drizzy Air Force, wie ihr sehen könnt. Mehr habe ich auch nicht an. Einfach nur ganz normale schwarze Shorts noch. Meine Goya-Bag. Goya-Bag. Sehr cool. Und das wär's. Das Shirt aber auch. Jung. Ey, der Typ hier war so im Film, ne? Also mich hat, glaube ich, noch nie ein Türsteher so abgefuckt wie dieser Supreme-Türsteher, Alter. Wow. Bei Gott, es gibt keinen Menschen, der mehr im Film ist als dieser Türsteher bei Supreme. Egal. Der sah ein bisschen aus wie Future, nur in... noch dunkelfarbiger, was? Seine Haut war noch dunkler, so sagen wir mal so. Der sah aber irgendwie aus wie Future, aber ich schwöre auf alles, der hat uns behandelt wie Hunde. Der hat uns einfach behandelt wie Hunde. Also, Digga, der war so gottlos. Ja, der denkt einfach, der leitet den Club. So krass. Also, Jan ist seit ungefähr 20 Minuten in diesem Store. Cap, 5 Minuten oder so war das. Mein Call, der Typ kommt ohne Shoppingbag raus. Wir werden es gleich sehen. Die Quote, dass er ohne Shoppingbag rauskommt, liegt ungefähr bei 1, ja, muss man ihn lassen, da hat er schon recht. 1, 2. Ich will ja nicht sagen, ich hab's gecallt, aber ich hab's gecallt. Ich hab's zurücklegen lassen, wir holen gleich. Ja. Das war so ein Cap, hab ich einfach... Mittlerweile bin ich auf jeden Fall extrem tot, muss ich ehrlich... War vor 2 Wochen da Hallo gesagt, er starrt mich einfach an. Ja, dieser Türsteher, ganz schlimm. Der hat sich auch so gefühlt bei uns, Alter. Der hat uns wirklich behandelt wie Dreck. So, nicht mal irgendwas, der hat uns nur so mit seinen Händen so, hier, geht mal da lang, geht mal da, mach mal so. Der hat nicht mal was gesagt und so. Aber wir gehen jetzt zu End. Ich glaube, End ist da vorne um die Ecke. Das heißt, hier in Soho kann ich jedem von euch nur empfehlen, hinzugehen, falls man halt shoppen gehen möchte, weil alles hier... Ja, Soho ist eigentlich auch mit die geilste Location, um so zu shoppen einfach so. Gibt's viele coole... Der gefühlt ist, egal ob... Digga, ich war noch nie bei OVO, ja. Ah, lass kommen. OVO, geisteskrank. Ich war auch das erste Mal in meinem Leben bei OVO. War ich ja noch nie drinne. Und, Digga, der Laden war unnormal krass. Also wirklich. Und neben OVO war einfach ein LFDY-Store. Also der kommt jetzt dahin. Im August, glaube ich, öffnet der. Das ist schon krass. Einfach LFDY in Soho, direkt zwischen OVO und I Am Leon Dor. Das ist LFDY, das ist schon heftig. Hatte, wir sehen uns bei OVO. Bei OVO Store, direkt neben LFDY. Krass, das steppen wir jetzt rein. Ich habe wirklich gar keinen Plan, was uns hier erwartet. Ja. Jungs, ich fand das Shirt hier am krassesten. In Babyblau. Eventuell probiere ich das mal in Schwarz an, aber ich weiß nicht. In Babyblau finde ich es auf jeden Fall cooler. Negativpunkt, das ist halt eine XL. Und das hier ist die kleinste Size. Geil. Aber sonst der Laden wirklich... Der Laden war sehr, sehr geil. Der war so clean. Geil, sehr gepflegt, sehr ordentlich. Hatte ich so eigentlich noch nie auf dem Schirm. T-Shirt an sich ist halt cool, aber ich denke mal, ich stimme mir zu. So, man sieht das gar nicht richtig, weil es black on black ist. Also das ist auf jeden Fall zu lang. Ja, ein bisschen zu lang. So, ich denke mal. Das war aber, glaube ich, auch eine M oder so, weil die das nur noch in M hatten, glaube ich. Man kann sehen, es geht ungefähr bis hierhin. Ist auf jeden Fall leider zu lang. War mein Geheimtipp. Mein Call war das. Superdry, Geheimtipp in London. Wenn ihr in London seid, geht Oxford Street, geht Superdry. Ihr seht jetzt gleich warum. Weil Jan meinte, dass es da übertrieben krasse Vintage-Sachen gibt. Digga, einfach in der oberen Etage von Superdry, warum auch immer, ist einfach so ein riesiger Nike-Vintage-Place. Hier, Vintage Streetwear. Einfach, hat nichts mit Superdry zu tun. Keine Ahnung, warum das da ist, aber das ist da irgendwie in der oberen Etage. Ist alles Vintage hier. Let's go. Die Jagd nach Vintage-Sachen beginnt offiziell. Hoodies,
gibt's wirklich extrem viele, auch so voll viele geile verschiedene Farben und so knallige Farben. T-Shirts hingegen so eher langweilig. Also falls man T-Shirts sucht, eher nicht so gut. Falls man auf der Suche nach Hoodies ist, ist das auf jeden Fall, glaube ich, der perfekte Laden. Also damit ihr seht, dass ich nicht cappe, weiß ich nicht. Findet ihr irgendein T-Shirt hiervon cool? Ich glaube eher weniger. Genau das gleiche ist auch da, hier oder da. Auf jeden Fall letzter Stop heute. Nochmal Selfie-Tipp. Jan will hier irgendwie nochmal rein, wollte hier irgendwas kaufen. Was genau? Keine Ahnung. Könnt ihr ja gerne in seinem Blog abchecken. Und deshalb geht's jetzt nochmal zu Selfridges. Und ich glaube auch, dass das der letzte Laden heute ist. Wir beide sind wirklich ziemlich im Arsch, waren jetzt keine. Digga, es ist immer so meckern auf hohem Niveau, aber wir waren wirklich so im Arsch. Digga, ich war so, also wirklich, ich bin mir gegen gar nichts mehr. Das krasseste Piece hier, was mir auch nicht aus dem Kopf geht, wäre diese Fear of God Essentials. Digga, die Fear of God Sachen, die es beim Selfridges gab, waren so sexy. Ihr seht ja nochmal ein bisschen besser in meinem Vlog, da habe ich das ein bisschen mehr gefilmt. Die hatten so unnormal geile Farben, übertrieben coole Sachen und so Frotte-Polos und alles. Die hatten echt, also Hose. Ich werde die jetzt auf jeden Fall mal anprobieren, weil die sieht vom Fit her auch so ziemlich geil aus. Wie ihr sehen könnt, so weit geschnitten und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ziehe ich sie jetzt mal an. Mal schauen, wie die dann getragen aussieht. Ja, guys, by the way, appreciate das mal. Mit Powerbank und so trotzdem für euch zu vloggen. Digga, die ist auch nochmal geil. Hä, die ist ja auch nochmal geil. Digga! Also, es geht echt. Das geht gar nicht klar. Also die ist halt ein bisschen zu groß, aber die sieht übercool aus. Falscher Ehrgeiz, Jungs. Was soll ich euch erzählen? Das hier ist eine Size S. Die kostet irgendwie... Werden die Secular Polos auch aus Frotte sein? Ja, das werden Frotte Polos. Keine Ahnung, 150 Euro. Die ist wirklich extrem cool, die Hose. Ich finde die sehr, sehr krass. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, als ich da war. Hätte ich die mal lieber anprobiert. Die ist auch nochmal geil. Aber ist halt die kleinste Size, die wir haben und... Ihr wisst selber. Dreimal dürft ihr raten, wir vergessen haben, das Outro zu drehen, deshalb mach ich das. War ein sehr cooler Tag. Grüße gehen raus. Bings, was laber ich, Digga. Checkt sein halt ab, checkt sein Video ab, lasst ein Like da. Checkt auch gerne meinen London-Vlog ab, falls ihr noch nicht gesehen habt. Da seht ihr auch alles aus meiner Sicht. Ansonsten auch gerne sein halt, Liebe zeigen, abonnieren, liken, dies, das. Und das war's dazu.